Sports. It's in the game. Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen FIFA 18 für die Nintendo Switch. Und ich würde sagen, wir laberisieren gar nicht groß rum. Wir fangen direkt an. Was sagst du dazu, Kevin? Hi, ich bin auch dabei. So's. Ich würde sagen, ich habe mir heute einen wunderbaren Kommentator geholt, der mit mir das Ganze hier kommentiert. Ist ja wohl ganz klar. Ich lege mir natürlich direkt die zweite Bundesliga fest, denn wir müssen eine Lieblingsmannschaft bestimmen. Und ich würde sagen, die Fortuna ist mein Verein! Also, hi. Was ist eigentlich dein Lieblingsverein, Kevin? Mein Lieblingsverein, das ist der FC Bayern München. Oh. Oh. Mainstream. Du hast gerade zugestimmt, dass die A deine Kontoinformation weitergeben darf. Glückwunsch. Ist mir doch egal. Wir machen jetzt Anstoß. Erstmal. Schön Anstoß. Anstoß, nein. Genau. Nein. Natürlich Anstoß. Echt? Ja. Ihr müsst wissen, ich spiele gerade seit FIFA 10 das erste Mal wieder ein FIFA-Spiel. Und ich bin sehr raus. Also wenn ich 5-0 gewinne, ist es noch gut für Kai. Ja. Wobei ich natürlich nicht Fortuna nehmen werde. Anstoß, ne? Ich werde das Drücken mal übernehmen. Ja. Dann lese ich die Online-Karte herunter, bla bla bla, ne? Ah. Wir können das doch gleich mal direkt zeigen, du hast halt verschiedene Optionen, das, ne? Das okay. ist ja ganz klar, dass du bei einem FIFA halt viele Auswahlvarianten hast. Du kannst tatsächlich den einzelnen Joy-Con benutzen, das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich? Ja, wurde gerade angezeigt, tatsächlich. So, wir haben jetzt hier die Seitenauswahl, ne? Einer ist Gast, einer ist Heim. Ich bin Heim. So, und jetzt erstmal kannst du deine Mannschaft auswählen. Ich werde ganz klassisch Bayern nehmen, weil die spiele ich. Ich glaube, ich habe noch nie eine andere Mannschaft in FIFA gespielt. Aha. Also, dir Penelope. What's a very, very, gerne pick Arsenal. Nimmst du Arsenal? Ja. Dann nimmst du Arsenal. So's. Saß. So, jetzt müssen wir die Trikots aussuchen. Hier haben wir natürlich verschiedene Trikots zur Auswahl. Ne? Ja. Kennst du, ne? Ja. Gut, ich nehme das Rote. Ich nehme das Schwarze. Schwarz. Und dann gehen wir kurz in die Spieleinstellung, denn wir haben uns ja geeinigt. 6 Minuten waren okay. Kann ich mir jetzt ein bisschen kurz mal zeigen, ne? Ist ja nicht... Ja, ja, erkennt, alles ne? Gut, alles gut. Dann spielen wir in der Allianz Arena, würde ich sagen. So, wenn ich die irgendwo finde, wo ist die Allianz Arena? Ich glaube, bei A. Da, Allianz Stadium. Ah. Wir spielen mal ein bisschen Frühling, so ein jo, bisschen heiteres Wetter, ne? So, dann haben wir hier. Das war's aber, glaube ich, auch schon. Den Rest müssen wir, glaube ich, eigentlich soweit nicht ändern. Ne, das können wir alles. Wir müssen die Audio ausmachen. Die Audio müssen wir ausmachen. Ja. Was sind die Kommentatoren, willst du ausmachen? Ah, beides. Dann erstmal da. Kommentar. Ja, genau. Und was mit der Musik? Die Sound. Nicht die Soundeffekte. Das ist. Da. Da oben! Ich mach das schon, ich mach da, hör auf! Weil nicht, dass uns noch die GEMA hinterherkommt und sagt, nein! Strike! Dann sagt die GEMA, geh mal weg. Ja, so, ne? Geh mal Bier holen. So, dann können wir soweit eigentlich einmal A drücken. Ja. Und dann gehen wir kurz das Teammanagement. Denn ja. Mir passt die aktuelle Bayern-Aufstellung hier leider nicht. Warum nicht? Denn Neuer ist auf der Bank und das geht ja nicht. Ne? Also ich hab Peter Cech. Cech heißt er übrigens. Und dann nehme ich, noch, ich bin leider in FIFA kein Fan von Lewandowski, deswegen schmeiße ich den direkt mal raus. Okay. Und das war's dann. Dann kannst du B drücken, dann ist fertig. Das ist so, kannst du ein bisschen in der Mannschaft. Machen. Alles klar. Und dann können wir auch schon spielen. Sehr schön. Schön, ne? Heute gibt's auf jeden Fall eine wunderschöne Runde gegen Kevin, aka der mich fertig machen wird. Früher mal Lone Star. Ja. Wir können direkt starten. Das sind so kleine Minispiele. Ich und weiß. Früher gab's ja Ladezeiten, die gibt's ja mittlerweile nicht mehr so wirklich. Joa. So, jetzt laufen wir die. Willst du das laufen lassen oder was skippen? Ah, das lassen wir beim ersten Mal laufen, würde ich sagen. Okay. Da sieht man hier die Kommentatoren, die wir jetzt nicht hören. Ich bin Frank Buschmann. Ich bin Wolf Fuß. Ja, ist natürlich klar, der Fetischist hier, ne? Was sagst du so im Hintergrund, Mario? Gar nicht! Ah! Guten Tag! Hallo. Hallo. So, Soos. Soos. Saas. Lol. Oder ist der Neuer? Kennst du den? Ja, das ist der Neue, oder? Oh, der Schiedsrichter. Das ist der Lutz Gersthofer. Aus Österreich! Und das ist jetzt die Aufstellung. Man sieht da nochmal kurz die Aufstellung. Ja, Kevin, wirklich? Echt? Ja. Du sagst immer das Offensichtliche, kann das sein? Ja, weil ich dich für dumm verkaufe. Und das hast du weggedrückt. Jetzt drück einmal bitte den rechten Stick rein, damit diese Texte da verschwinden. Alles das klar. Sieht immer schöner aus. So, und jetzt können wir dem Ganzen mal ein bisschen neuen Anstrich verpassen. Alles klar, damit geht's los. Mal gucken, wann das erste Tor fällt. Ich sag noch vor der 10. Minute. Nein! Doch. Denn, ne, ich bin wie war das nochmal? Liegen deine Szene schief wie Ribéry oder so, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So, danke. Liegst du schief wie die Szene von Ribéry? Ich glaube, genau, so hieß es. Genau, so war das. Ja. So, pass auf, dann pass ich mal nach. Ah, oh, nach oben. Na. Oh, mit dem Kopf genommen. Mit
Ich meine, viel Körperteil habe ich ja nicht mehr. So. Steh auf! Als ob, Kai, bitte. Ich bin Experte. Wir wissen noch, was bei Nintendo passiert ist. Aha. So. Ich seh das. Mal schauen. Ja, ich lass dir erstmal ein bisschen machen. Oh! Ja, weil du hast ja Heimvorteil auf seinem Kanal, da musst du es ja ein bisschen so. Und drückst direkt die erste gelbe Karte für. Wozu? Kocelny? Ich kenne die Arsenal-Spieler nicht. Ich sag einfach mal, da ist Kocelny. Ich das? Ich hab nichts gemacht. Du hast gerade eben gefault, ne, der hat Vorteil gepfiffen gehabt. Da siehst du es nochmal, siehst du? Da guck mal, da geht ach der. Ach so. Da geht er einfach mal rein. Die kleine Sau. Unglaublich. Und für die, die es wissen wollen, FIFA läuft in 1080p und 60 FPS. Mhm. Und das durchgängig. Nicht ein einziger Leck ist dabei, Kevin? Weiß ich nicht. Kann ich noch nicht beurteilen. Das werden wir sich hier hautnah überprüfen. Das Problem ist halt, dass ich spiele ja mehr online, da kann ich halt sagen, okay, da sind halt mal ein Leck dabei, aber das weißt du nicht, ob es am Spiel liegt oder am Online, ne? Ja. Oh nein, oh, meine Pässe sind gerade echt schlecht. Meine auch. Ja, es ist ja noch ein bisschen, wir müssen mal noch ein bisschen warm werden, ne? Ist ja los! So's. Lol. Boah, da trägst du Übersteiger. Jetzt, pass auf, jetzt mach ich den hier, du läufst jetzt dahin, dann flankt der und dann ist er drin. Nein, schade. Nicht im Tor. Oder ich zimmer den einfach mal so. Dürfte die Ecke geben, ich oder? Ich glaube, ich müsste eine Ecke haben, ja. Oh ja. Ist gut, dass ich kann sehen, wo der Ball ungefähr hinkommt. Deswegen kann ja, ich aber dahin. Das bringt dir nichts, wenn... Doch. Was habe ich getan? Oh. Was habe ich da? Ich habe dir noch... Du hast den halt weggeköpft, ne? So ein bisschen ja, aber ich... Hallo? Sehr schön! Und da kommt der Rodriguez! Oh! Tja, Kevin. Und jetzt aber Robert! Ach, Mann. Komm, jetzt pack dir den Ball! So. Ey, das brennt sich in den Kopf. Die schöne YouTube-Kacke. Pass auf, jetzt sehe ich da oben den freien Mann. Lauf! Nein! Der gute Kimmich. Der macht eine Flanke, die daneben geht. Oh, auf der Linie geklärt! War das nötig? Du musst am besten sowas direkt wegschießen, weil sonst läufst du halt die Gefahr, ein Eigentor zu machen, so wie jetzt gerade. Ja. Das war schon Sackharresbreite. Und dann kommt der Müller und der Müller hat dir jetzt einen rein. Nee, doch nein. Nicht. Schade. Ich hab gehofft. Man darf man träumen, oder? Ich kann noch eine andere Eckvariante probieren, aber ich versuche mal hier so in die Mitte, weil hier der Boateng steht. Und der ist halt... Ne? Mm. Und jetzt... Drück doch nicht weg. Ich hab nichts gedrückt. Okay, dann sehen wir das gleich nochmal. Ja, wir sehen es gleich, wenn ich das nächste Tor kriege. Das ist halt nämlich so das Beste, was passieren kann, dass der Boateng zum Kopfball kommt. Der ist nun mal, ne, ein großer Mann. Ein toller Nachbar, habe ich gehört. Wieso? Es gab mal einen Politiker, der sagte, dass der Boateng mich als Nachbar haben wollen würde. Deswegen sage ich, der ist ein toller Nachbar. Kam der zufällig von der NPD oder AfD? Zufällig, ja. Ah, tatsächlich? Tatsächlich. Okay. So ist. Oh nein, was war das denn? Das war scheiße. Hast du überhaupt schon einen Torschuss? Ah, du hast also einen halben. Ja, was heißt halber? Der war schon nicht schlecht. Das war schlecht. Aber ich hab den A-Knopf nicht groß gedrückt. Du musst das ein bisschen. Du musst das Gefühl, so ein bisschen Gefühl entwickeln. Und nicht, wenn du den rechten Trigger drückst, also nicht den Trigger, sondern darüber, den rechten Knopf, ne? Ja. Kannst du die Bälle so ein bisschen anschneiden. Mit dem linken Knopf kannst du lupfen, wenn du dann schießt. Aha. Aber jetzt kommt der Fallrückzieher! Boah. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Das war ein Seitfels hier. Das ist, wenn du schießt und dabei den linken Trigger drückst. Also den hinteren. Ja. Oder Nintendo sagt ja, glaube ich, ZR dazu, ne? Ja, genau. Ich verstehe. Also ich sag immer Trigger, weil ne, das triggert immer so ein bisschen. Ja, genau. Lustig. Das war meine, oder? Ich weiß ja, es nicht. Sollte. Ja. Ja, dann geh doch da hin jetzt! Der will nicht, der ist schüchtern. Was hat der? Oh, das hä, warum? Ich. Weiß ich nicht. Ich nehme es einfach so hin, dass es mein Eindruck ist. Ich weiß es nicht. So ein Ribéry. Und du darfst nicht mit dem fahren, sonst kriegt der... Ich mach's trotzdem, fuck life. Und da sitzt der. Oh nein. Ja, auf meine Brust hast du geschießt. Thiago! Oh! Und der Torwart. Das wäre lustig, manchmal machen die Torhüter jetzt echt scheiße in FIFA. Das hat ja sich noch nie geändert. Die KD der Torhüter, die KI, nicht KD. Mhm. Wir haben keinen Kill-Dingsen. Die ist manchmal echt bescheiden.
Da ging mir. Ich fasse tatsächlich mal klicken gehört. Da wird im Hintergrund schön. Ja. Stimmt getanzt. Oh! Oh! Du solltest aufhören zu schreien, wenn da nichts ist. Es könnte aber. Ach, da wird nichts. Ich habe alles im Griff. Nur die Pässe, weiß ich nicht. Ich bin bei den Pässen noch nicht so drin. Ja, es geht mir genauso. Aber ich habe schon ein bisschen mehr gespielt. Was war das abseits, jetzt? Abseits. Weißt du, wenn so ein Spieler hinter den, also mein Spieler hinter den Spielern ist. Bin ich jetzt gerade wirklich verarscht, Alter? Ein bisschen kein. Ein bisschen Ahnung habe ich dann doch noch von Fußball. Auch wenn ich kein FIFA mehr gespielt habe seit Jahren. Ich weiß ja gar nicht so, wir haben da noch nie so drüber geredet, so die Fußball so, ne? Ja, ich sag dir mal so, ja. Alter, der will tanzen. Was hab ich ich hab nichts gemacht! Oh, 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 oh. Ich hab dich nur angerempelt. Oh. Hast du kein. Okay, ich dachte jetzt, dass der jetzt nochmal, dass er jetzt auf Pipe wird. Das, der Vorteil, den hab ich nicht mehr gesehen. Ja, du hast auch keine Vorteile. Lol. Was denn? Du hast gefoult. Ich hab nichts gemacht! Ich krieg auch noch eine gelbe. Nice. Thiago. Ich hab nichts gemacht! Ich hab nicht auf die Foul-Taste gedrückt. Du hast B gedrückt, das ist auch wie. Nein, ich renn dich nur an. Und er sitzt. Boah. Ich finde hier bei der, ja, bei dieser Perspektive aufs gesamte Feld, im Querschnitt, wenn man das schon fast so sagen kann, da siehst du halt nicht so perspektivisch, wie der Ball jetzt ins Tor geht oder nicht. Du denkst manchmal, okay, der ist drin und dann ist nicht drin. Ist drin. Good job. Und dann denkst du, der Torwart muss ja alles festgehalten werden. Das sollte ein Torwart denken, ne? Gruß an Dometo. So. Was? Das war jetzt aber wirklich hier ein Vergehen. Was ist denn bei dir los, Mois? Achso, es war Halbzeit. Ja, es ist Halbzeit. Können wir halt kurz. Die Spielinfo sehen, da siehst du, das sind die Statistiken. Ja, können wir reingucken, du hast 3 Schüsse. Ich habe 10 Schüsse. Oh. Davon gingen bei dir 0 aufs Tor, bei mir 6. Du hast aber mehr Ballbesitz, aber auch mehr Fouls, ne? Mhm. Und ich habe mehr Ecken und mehr Passgenauigkeit und mehr Schussgenauigkeit. Ja, also geht der Trend ganz klar Richtung Bayern. So, du hast Anstoß. Obwohl Bayern ja eigentlich so immer die Mannschaft des hohen Ballbesitzes ist, oder? Ja, aber das ist halt dieser Tiki-Taka-Fußball, dieses Passspiel-Fußball, ne? Da hast du halt natürlich mehr Ballbesitz, aber das heißt ja nichts. Man muss ja auch Tore schießen, ne? Mhm. Und wie du siehst, habe ich schon ein Tor geschossen. Ja, das ist schön für dich. Ja, das finde ich auch. Ja. So, jetzt gucke ich mal, was mache ich? Bisschen näher ans Mikrofon, Kevin? Ich glaube, das passt so. Ich bin mir sicher. Ich kann nur schlecht mit dem Mikrofon knutschen. Alter, hast du es gesehen? Was denn? Mein Spieler, ich glaube, das war mein Spieler, der läuft da einfach rein. Ich hätte ganz gerne die Wiederholung gesehen, Frank Buschmann. Das ist halt ganz witzig, dass dein, der Torhüter, der hat halt einen Helm, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Was es ist, weil, ich glaube, Jack ist mal, glaube ich, gegen die Latte gestoßen mit dem Kopf. Und da hat sich die Schädeldecke so aufgespalten, dass er seitdem diesen Helm trägt, damit sich die Schädeldecke nicht weiter, quasi in zwei Hälften teilt. Wer Näheres weiß, der schreibt's in die Kommentare, thanks. Ich hab mal was gefunden. Oh. Hey, der nimmt einfach nicht. Ja, Handball! Wurde festgehalten. Vollgas? Nee, aber ja. Ich wusste halt, dass da was war, aber nicht was da war. Aber ich. Ist halt ein anderes Land, da beschäftigst du mich so mit den Spielern. Ja, also Tschechien, die sind sowieso, ich glaube, die bekommen auch Stahlbälle dann ins Gesicht. Ja, aber Tschech, der spielt ja schon seit Jahren in England, glaube ich. Ja. Aber ich meine, das fürs National. Geschoss. Ja, da ist der. Ich glaube, der ist ein tschechischer Landsmann. Ja, ja, klar. Nee. So. Es ist einfach immer im Kopf. Ich kann da nichts für, es tut mir leid. Ja, no problem. Das ist einfach drin. So. Also was machst du da? Ich weiß es nicht, ich versuche mich hier gerade zu behaupten und das klappt ja ganz gut. Lass dich mal ein bisschen laufen. Ich lass dich jetzt ganz taktisch kommen, um dich dann einfach aufzuhalten. Mit einem Robben, der eigentlich im Mittelfeld stehen sollte. Was soll das denn hier? Wie defensiv stehst du bitte? Ich weiß auch nicht, warum die so defensiv stehen. Umbringen. Das kannst du übrigens mit den Steuerkreuz. Oh. Was? Abseits. Ja, falls du es sehen willst, willst du nicht. Ich will es nicht sehen. Du kannst übrigens mit den Steuerkreuz-Tasten, wenn du die nach vorne und nach hinten drückst, die Ausrichtung deiner Mannschaft ändern. Du kannst die defensiver und offensiver machen. Das ist eine kleine Schnelltaktik. Ja. Das ist manchmal ein bisschen hilfreich. Also gerade wenn du halt gewinnen willst und dann nur eins nach vorne liegst, am Ende kannst du ein bisschen defensiver gehen, wie du magst. Ja.
Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Okay. Warum was? Da was? Ich hab keine. Das ist auch meinst du das Ding an FIFA? Hey! FIFA weiß schon, was sie machen. Die wissen das schon. Nur bei Nintendo-Version nicht immer. Ja. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich bin damit vollkommen zufrieden, bis auf ne, den einen Punkt, den wir beide kennen. Ja, ich bin trotzdem sehr, sehr... Ja, ich weiß, was du meinst. Darauf werden wir auch dann bald im Online-Let's Play zu sprechen kommen. Aber hey! Boah, da liegt sich der Chef denn einfach weg. Was ja. Ist denn los mit ihm? So, mal ein bisschen mit die Brechstange rausholen hier. Da lief es für Peter Schesch wieder schlecht. Ich will halt auf jeden Fall noch ein Tor machen, also mindestens eins, also das sollte ja, schon. Gucken. Meine Spiel ist hier gerade ganz gut. Ich versuch dir zu gönnen. Hamdullah. Da ist er drin. Oh, komm, der ist noch heiß. Oh, scheiße. Oh. Wir müssen so Phrasen raushauen wie die Kommentatoren, der Ball ist noch heiß. Ich versuch jetzt mal. Oh, ich kann den Namen nicht lesen. Du musst so einen MC Hammer machen. Also ich werde im Let's Play, also ihr müsst wissen, das ist die Ruhe vor dem Sturm, kann man sagen. Also wenn ich dann bald FIFA bekommen sollte, vielleicht mal im nächsten Jahrhundert, dann werde ich es so machen, dass ich dann auch die Kommentatoren mute und dann selber für euch kommentiere und das halt dann so auf meine eigene Art und Weise mache, dass ich so meinen eigenen Fluss einfließen lasse. Ja, und man muss dazu sagen, das ist alles hier gesponsert bei mir. Ja, er hat mir gerade das Spiel so... Oh! Oh, schade. Kevin hat das Spiel halt nämlich heute mitgebracht. Ich habe FIFA nämlich mal gar nicht. Aber er hat sich halt das Spiel... Boah, check hier mit Meisterleistungen. Ja, Glück. Ich mach mal, versuch mal eine andere Variante des Eckstoßes. Denn ich versuche jetzt einfach mal... Oh, schade. Hätte funktionieren können. Vielleicht. Aber ja, Kevin hat mir das Spiel halt zur Verfügung gestellt für diesen einen Abend. Wir werden ein paar Parts aufnehmen und dann würde ich sagen, habt ihr schon mal was, bevor es dann mit dem Let's Play so richtig losgeht in Sachen Online oder Saison. Ja. Da kann ich mich da nämlich auch ein bisschen reinfuchsen in die Steuerung und sowas, weil ich bin ein Laie, wie gesagt. Und ich war mir nicht zu schade, dafür Geld auszugeben. Ja, schön, Kevin. Wäre ich ja auch nicht, aber ich bekomme es von ihr, also habe ich es nicht gekauft. Oh. Da denkt man auch manchmal, ne, wenn die so gucken, so, was ist denn da los? Mhm. Boah, pass auf, Müller, der trickst jetzt den aus und dann... Boah, Check ist so geil! Ich will auf jeden Fall noch einer muss noch drin sein. Okay. Ich mach das jetzt wie die Twilight Princess CD. Ich bin drin. Muss ja alles bewiesen werden. Okay, wo spiele ich jetzt am besten hin? Ich überlege halt, über Ribéry zu gehen. Ja, das ist eigentlich nie verkehrt. Oder doch, anscheinend. Was ist denn da los? So. Komm, jetzt ist immer gut hier. Ja, es ist gut. Jetzt aber raus hier. Was mach ich da? Ich weiß es nicht. Sag ah! Sag es mir. Mm. Als ob, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Ja. Ab wann zählt eigentlich ein Schuss als Torschuss, wenn er am eigenen... Hör auf damit! Du schüttest Zeit. Nein, ich wollte den nur ein bisschen präziser nach vorne spielen. Ja, jetzt. Genau. Guck doch mal. Meister, ab wann ist ein Torschuss eigentlich ein Torschuss? Wenn er drin ist! Oh. Das sah halt wieder fast aus, als wäre er drin. Der Torschuss ist ein Torschuss, wenn das halt in der Nähe vom Tor ist, oder? Komm, so einer bin ich nicht. Sowas mag ich überhaupt nicht. Ne? Auch online, wenn einer so... Außer ich bin halt übel am Verlieren. Dann mach ich würde das gladlos durchziehen. Ich kenne da kein Tabu. Ich denke mir da halt immer so, na, so tief musst du nicht sinken. Mann, das ist ein Foul gewesen! Als ob. Ey, Schiri, du Penner, jetzt sag mal was. Oh, da oben ist Ribéry und der sitzt. Oh. Da bin ich ein bisschen... Steuerst du eigentlich mit dem Control-Stick in die Richtung des Tores, so wenn du schießt? Kannst du. Bringt das mehr? Ich weiß es nicht. Ich probier's aus. Oh, ja! Ja, dass der jetzt reingeht. Los, Fallrückzieher! Na, warum flankt der so? Ich hab nie im Leben so hart gedrückt. Das ist nur ein 1-0, das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, Kevin, geh dich umbringen. Ja. Gleich. Alter, wenn die nächste Runde nicht so wird, dann. Ja. Aber ich hab jetzt noch. Was mach ich? Doppelpass! Oh, da stand er richtig! Also, verteidigungsmäßig sind wir heute gut am Start. Okay, jetzt noch eine Flanke, ist wahrscheinlich die letzte, die ich ins Spiel bringen kann. Müller. Müller, das weiß ich nicht. Der ist halt nicht gut drauf, aber das war's. 1-0. Ich muss kurz mal dabben.
wirklich, wirklich Props an Kevin dafür, dass er einen Noob fertig macht. Das können wir nochmal kurz, wenn du willst, in die Statistik gucken. Mhm. Also die ist ja hier. Wie sieht's denn aus? Aber bei mir ist jetzt 50-50. Ja, siehst du. Wobei du in der zweiten Halbzeit viel, viel öfter am Ball warst. Guck mal, du hast einen Schuss aufs Tor. Ja. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, Kevin, Glückwunsch. Dankeschön. Beim nächsten Mal mache ich dich fertig. Ja, dann mach das. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr FIFA 18 bei mir sehen wollt, abonniert diesen Kanal. Checkt Kevins Twitter-Account in der Beschreibung ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, Kevin, fürs Mitspielen. Gerne, gerne. Und bye. Bye.